Ich muss den richtigen Moment abpassen. Okay, mal schauen. Aha, da vorne ist eine Treppe. Eine Leiter. Vielleicht finden Sie mich nicht, wenn ich hochklettere. Sie sind weg. Vorerst. Ich muss hier verschwinden, wo Neve wohl steckt. Es sind zu viele. Ich muss die Straße schnell überqueren. Ja, ich hätte überqueren können. Da muss ich hin. Ich muss einen Weg an ihm vorbeifinden. Da lauert nur mehr Gefahr. Es muss noch einen anderen Weg geben. Ich muss umkehren. So komme ich nicht an ihn vorbei. Die Tür scheint der einzig sichere Weg zu sein. Verschlossen. Ich muss weiter. Ich habe keine Wahl. Wollte zu viel. Da wollte ich einfach zu viel. Okay. Verschlossen. Ich muss weiter. Ich habe keine Wahl. Die Tür scheint der einzig sichere Weg zu sein. Da läuft rein. Da kommt. Ja.
Das ist meine Chance. Geht es weiter? Wie kann das sein? Ich bin unsichtbar. Soll in die Richtung wieder ein Haus. Sie können mich nicht sehen. Ich kann mich ihnen nähern. Ein Umhang, dem selbst der Tod nicht aufspüren kann. Hier geht's weiter. Endlich frei. Aber wo bist du, Neve? Entgangen, aber sie haben mich noch nicht gefunden. Suchen Sie weiter, doch diesmal können Sie sich nicht verstecken. Nutzen Sie den Zauberstab vor Ihnen. Vergeuden Sie nicht seine außergewöhnliche Macht. Heiligtümer des Todes, oder? Ich habe noch nie so eine Macht gespürt. Bombarda! Rebellion. Thank you.
Spät, Mist. Okay. Gut. Auch mal was anderes, der Hendrik. Also mit Bleistift gezeichnet alles. Hat auch was. Und der nächste Kampf, oder? Ja, fast voll alles. Defender.
Nein! Karte. Mal. Revelio. Gut. Eine Frage. Schade. Ende, oder? Wieder. Ein schlichter Stein. Der muss für mich sein. Stein des Lebens, Stein der Wiederauferstehung. Juhu. Sie sind noch lange nicht fertig. Gehen Sie durch die Trauernden vor Ihnen. Nichts ist, wie es scheint. Nief. Liebe süße Nief. Nief. Möge uns die Erinnerung an Sie stets leiten. Sie haben mich gefunden. Doch Sie können Geschehenes nicht rückgängig machen. Die Magie des Steins beschwört nur einen Schatten meiner selbst. Aber es gibt kein Licht ohne Schatten und keinen Schatten ohne Licht. Weil Sie die Dunkelheit beseitigen können, sollten Sie das nicht immer auch tun. Oh. Wir haben uns durchgekämpft. Denken Sie daran, wenn Sie meine Erinnerung sehen. Ja, kann man mit ihr noch reden? Na, leider nicht. Revelio geht auch nicht. Isadora,
was sie für ihren Vater getan haben, bemerkenswert. Nicht wahr? Und Percival braucht sich auch nicht um die Gefühlsstränge oder die Spuren dieser Magie Sorgen. Es gibt einen Weg, das alles zu beherrschen. Sie machen weiter. Koboldsilber. Sie haben es einem Kobold gesagt? Keine Sorge, er ahnt nicht, was wir da verwahren. Wir wissen nichts über die möglichen Auswirkungen, die Gefühle, die dunkle... Ach, sie klingen wie Percival. Und ich kenne sie sehr wohl. Sie ist eine Quelle der Macht, des Fokus. Irgendwie scheint sie meine Zauberkraft zu verstärken. Ich verstehe nicht, Isidore. Wir können sie nutzen. Macht wie diese ist kein Spielzeug. In den falschen... Sie sahen, wie ich meinem Vater half. Oh, Neve, wir könnten so viel Gutes tun. Jeder von uns trägt doch Schmerz in sich. Was tun Sie? Tief einatmen. Spüren Sie das? Oh, Isidore. Schluss damit. Mit all dem. Sie haben diese Macht so lange verheimlicht, weil sie sie fürchten. Ich gebe mich ihr hin. Nicht. Okay. Stimmt es? Jemand hat die ersten drei Prüfungen abgeschlossen? Das ist es. Und das habe ich. Aber Sie sind so... Jung? Ich weiß. Sie müssen Professor Bakar sein. Stimmt. Schön, Sie kennenzulernen. Die Erinnerung aus dem Denkarium eben. Hat Isidora schmerzhafte Emotionen inhaliert? Oh ja. Es war verstörend. Faszinierend. Ich war erstaunt zu sehen, dass es ihr eine Art Macht zu geben schien. Und dass sie nutzen konnte. Aber wie? Sie scheinen schon eher fasziniert als abgestoßen. Ich teile den Standort meines Denkariums nur ungern mit jemandem, der die Verantwortung der Macht vielleicht noch nicht verstanden hat. Ich versichere Ihnen, Professor, das tue ich. Doch Sie wissen noch nicht, dass ein gefährlicher Kobold namens Ranrock sich Zugang zu dem Behältnis auf Schloss Rookwood verschafft hat. Er hat gelernt, den Inhalt als Quelle immenser Macht zu nutzen. Er will diese Macht gegen die Zauberwelt einsetzen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich verstehe. Dennoch ist das Wissen, das Sie über meine Erinnerungen erlangen werden, zu wertvoll, um es unüberlegt weiterzugeben. Ich brauche Zeit, um mich mit den anderen Hütern zu beraten. Uns bleibt wohl nichts als zu warten, so frustrierend das auch ist. Ich hörte, was Sie Professor Bakar erzählten. Isidore atmete Emotionen ein, um Macht zu erlangen? Ja. Und sie hat Professor Fitzgerald ebenso wie ihrem Vater Emotionen entzogen. Ohne Erlaubnis. Abscheulich. Sie sagte sogar, sie hätte einen Weg gefunden, die gewonnenen magischen Spuren zu speichern. In Koboldsilber. Die Behältnisse. Möglich. Da ist etwas, das ich vorhin nicht sagen konnte. Ranrock hat an Orten gegraben, die mit den fünf Namen in den Tagebüchern eines Koboldschlossers namens Brackbord zu tun haben. Fünf Namen? Die Hüter. Und wer noch? Isidora Morgannock? Ganz genau. Er war uns immer einen Schritt voraus. Gringotts, der Turm, Schloss Rookwood. Wenn die Hüter Ihnen nicht verraten, wo die nächste Prüfung stattfindet, behalten wir zumindest Ranrock im Auge. Vielleicht führt er uns zu weiteren Informationen. Vielleicht. Ich hoffe, bald von Lodgok zu hören. Seit den Bohrern kam nichts mehr von ihm. Oh, und wie Sie bestimmt schon wissen, hat Ihr Vielsaftplan perfekt funktioniert. Ich wusste es. Vielleicht habe ich Black zu gut abgelenkt. Ich wusste ja nicht, dass er nicht viel Feuerwhisky verträgt.
Wo willst du hinlaufen? Können wir mit ihr noch mal reden? Okay, mit denen können wir aktuell nicht reden. Das heißt für uns nicht... Ich hätte wegen deines Koboldfreundes nicht so reagieren dürfen. Tut mir leid. Ich hoffe, wir können das Triptychon fertigstellen. Triff dich bitte an der Südküste mit mir. Dann suchen wir den letzten Teil der Leinwand. Okay, schauen wir die Aufträge an. Wo geht's als nächstes hin? Sebastian ist Küste, 24 Bombarda. Ist okay. Sprich mit Nettie vor Hogsmeade. Hogsmeade. Allerdings erst gehen wir in die geheimen Räume, wo wir uns aktuell sind, gehen aber in den Raum der Wünsche. Wenn ich schon nach Hogsmeade gehe, möchte ich ein leeres Inventar am Ende haben. Dick hat aufregende Neuigkeiten. Machen wir gleich, Dick. Machen wir gleich. Erstmal weiter auffüllen. Ach, voller. Kniesel noch. Sicher ist sicher. Mondkalb, Fupo, egal, brauche ich hier nicht. Kniesel war dann unten in der Mitte. Bürste. Ich will nur die Bürste haben. Jedes Mal dieses blöde Einhorn. Lumos. Gut. Kriegen wir hier noch was? Hege.
musst du weitere Zwiegespräche beschwören und warte, bis es Nachwuchs geworden wurde. Okay. Das ist okay. Natürlich machen wir danach noch ein Einhorn und so weiter. Gut, wir haben... Dick hat aufregende Neuigkeiten. Stimmt, die wollten wir noch haben. Ich wollte fragen, Hallo, Dick, Professor Weasley sagt, du hättest eine Idee. Hallo, Dick. Professor Weasley sagte, du hättest eine Idee. In der Tat. Dick weiß, dass sie sich für alle möglichen Tierwesen interessieren und hat kürzlich Gerüchte über ein Phönixnest auf einem Berg in der Nähe gehört. Ein Phönixnest? Ich frage mich, ob es dem Phönix gehört, den Natty erwähnt hat. Hinter dem sollen Harlow und die Wilderer her sein. Das würde Dick nicht wundern. Wenn Dick davon gehört hat, haben es die fiesen Wilderer sicher auch. Was heißt, dass er in Gefahr sein könnte. Mhm. Ich sollte ihn retten. Na, dann sollte ich ihn lieber retten gehen, was? Ein so majestätisches Tier darf nicht in so niederträchtige Hände fallen. Dick hat irgendwie das Gefühl, dass die Rettung des Phönix helfen könnte, wieder gut zu machen, was mit Dicks altem Meister geschehen ist. Dick hofft, dass sie den Phönix finden und ihn in den Raum bringen können, wo er sicher ist. Heute im Weiteren. Oh. Das Relikt ist der Schlüssel zu Annes Rettung. Ganz gewiss. Wir treffen uns vor Feldcroft, sobald du kannst. Ja, ich habe noch ein bisschen Platz trotzdem. Juwelierhandschuhe 105. Gehen wir mal kurz mal nochmal alles durch. Ausrüstung. Das Ganze mache ich in der kurzen Pause. Machen wir so rum, ist besser.